Herzlich willkommen beim kleinen Info von Form 1 Voraussetzungen. Ja, es geht um ein Spiel, ein F1 Voraussetzungen, nächste Woche, Freitag rauskommt. Natürlich um Thema Karriere. Ich stelle es euch zu meinem Team vor, so lange. Aber auf meiner Seite gibt es noch einen kleinen Info-Videos, da kann nur noch eins sein. Vier Auto, vier Teams ist Auswahl. Ihr könnt noch immer noch entzählen, aber bisher ist schon lange noch keine Antwort gekommen. Schon lange habe ich schon ausgesucht. Ist ein F1 Haas, die neue Team Amerika und Team Cooling Roman Grosjean. Aber ihr könnt immer noch entzählen, wenn es eine Antwort kommt. Ihr könnt auch diese kommentieren, welches Team ihr sehen würden, aber dafür müssen wir ja mal die anderen Videos angucken, das andere Video, welche vier Teams nehmen sollte. Natürlich ist dann F1 Haas auch dabei, die vier und drei andere. Es gibt natürlich Anfang Haas, Roman Grosjean, im 25% Rennen auf Seeskreatur, jetzt mal erstmal auf Experte. Natürlich, dann ist er nicht so gut. Natürlich kann ich auf Legende spielen. Aber da brauche ich ein großes Team, wie Mercedes, wie Ferrari, wie Williams oder Red Bull. Das können wir machen, wenn wir zu Haas fertig sind, wenn zu Ferrari wechselt, dann können wir auf Legende packen. Naja. Oder wenn doch Haas einfach ist, dann können wir immer noch auf Legende machen. Können wir im 3 Rennen gucken, ob es einfach ist oder noch schwer ist. Natürlich, dann macht es dann auf Legende, wenn es zu leicht ist. Aber erst am Anfang macht das Experte, wenn ich das auf Legende mache oder Ultimate Team die neue Stufe gibt, nicht auf Platz letzter fahre. Das bringt mir gar nichts. Dann soll ich Mrs. Mono Morsia nehmen. Mit Pascal Wehrling. Mann, meine Stimme. Ja. Aber erstmal gucken, abwarte, Tee trinken. Kann man immer noch eins sein. Ja, dann rege Aufnahmen, Videos. Anfangen im Australien mache ich Menü, was alles gibt, was eine Möglichkeit gibt, alles. Dann mein Avatar. Wie es heißt, wie es aussieht, wie mein Helm, welche Nummer. Das ist meine erste Folge, Part 00. Training mache ich mir selbst, ohne Videos, weil ich will kein 3 Videos pro Grand Prix, kein Renner. Deswegen mache ich nur Quali 1, 2, 3 und Rennen, die beiden. Und Training mache ich für mich selbst. Training ist nicht so wichtig, außer mein Punkte, natürlich auftunen, Motor, Reifen, alles. Was gibt es? Punkte sammeln, natürlich ist es wichtig. Aber für euch im Video ist es nutzlos. Deswegen mach Quali und Rennen. Diesmal Videos kommen immer pro Rennen. Natürlich erstmal 3 von Avatar, Menü. Ihr könnt auch was immer noch dieses Video kommentieren, was ihr noch wünscht. Oder Fragen stellen. Kann doch alles beantwortet. Ja, habe ich erstmal alles. Was? Die Stufe, die Videos habe ich. Na, Teamkollegen habe ich schon. Ja, dann habe ich alles. Dann ist mein Info beendet. Aber ich komme noch weiter. Es kommt kleine Musik. Hat einen Spaß gemacht, einen kleinen Info zu geben. Vielleicht hat ihn schon auf meinen Blick schon mal, wie nennt man das? Schon mein Vorschau und mein Karriere auch sehen. Ah ja, noch vergessen, wie viel Karriere mache ich in YouTube? Vielleicht 5 Folge, 5 Karriere. Anfang 3, zum Schluss, erste Karriere, zweite Karriere, dritte Karriere. Dann mache ich mal Pause, mache ich es mir selbst und dann
vierte und die neunte und die zehnte. Die vorletzte und letzte. Oder vielleicht auch nur die letzte. Naja, machen wir. Aber warte, ihr könnt auch schreiben, wie viel. Das noch bis hin. Dann bedanke ich mich zu Zuschauen. Lasst eine Bewertung da. Lasst einen Daumen hoch. Und wenn ihr nicht ein Video verpassen, die F1 setzen kehre, dann lasst ein Abo da. Bis dann, habe ich doch noch geschafft. Dann brauche ich kein Video mehr machen, Musik mehr machen. Dann verabschiede ich mich. Bis dann, bis Freitag kehre F1 zu ersetzen. Bis dann, hau rein, ciao.